Hallo Gene, da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Stilzer Running for Charity. Es ist Samstag, der 26.03.2022. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los und gucken uns an dieser Stelle erstmal an, wie viele Kilometer wir jetzt insgesamt schon gelaufen sind. 329 und wie weit wir es denn noch haben bis zur nächsten Teilstrecke. Dann einmal kurz hier eingeblendet, das Konto ist soweit auch gedeckt. Mit der Kilometeranzahl und natürlich mit der einen Spende, die ich erhalten habe. Nicht zu vergessen, jeder erlaufene Kilometer wird Ende des Jahres in Euro überwiesen werden an die Freunde fürs Leben und an die Frauen helfen Frauen. Wer sich gerne beteiligen möchte, kann das sehr gerne tun in dreierlei Form. Als erstes sehr gerne, ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar, jede Nachricht, jedes Abo, was ich kriege. Das ist immer sehr gerne gesehen. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Wer sich sportlich gerne beteiligen möchte, kann das auch sehr gerne tun, kann Kilometer laufen, mir die dann mitteilen. Die werden dann mein Kilometer mit angerechnet werden, immer dann beim nächsten Lauf. Allerdings unter der Voraussetzung, dass der gelaufene Kilometerbetrag dann auch in Euro auf mein Spendenkonto überwiesen wird. Und als drittes, wer gerne möchte, kann natürlich auch gerne rund ums ganze Jahr gerne mal einen Betrag überweisen auf mein Spendenkonto. Ich blende hier jetzt gerade mal meine Kontodaten ein und dann hier und hier meine PayPal-Daten, die man dann natürlich auch im Video dann nochmal findet. Dann an dieser Stelle ein großes Dankeschön an folgende Personen, die meinen letzten Laufpost geliked haben, und zwar persönlich. An den Chris, an den Basti, an den Tutti, an die Andrea, an den Dion, an die Selina, an die Kate, an die Mel, an die Nicole, an die Charelle, an den Sakabo, an den Michi, an die Martina, an die Christine und an die Victoria. Vielen, vielen herzlichen Dank, wie immer, für den anhaltenden Support. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen und bin sehr glücklich darüber. Und dann natürlich auch noch einmal ein großes Dankeschön an alle anderen, unbekannterweise, die man nicht persönlich kennt, aber die immer mal ein Like da lassen oder mit denen man doch mal irgendwie zwischendurch mal schreibt, irgendwas kommentiert oder wie auch immer. Vielen, 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 vielen Dank. So, kommen wir zu den Themen. Erstmal vorab, wie geht es mir? Mir geht es heute eigentlich ja relativ durchwachsen. Ich habe gestern Abend oder wir haben gestern Abend das Wochenende und unseren Urlaub so ein bisschen eingeläutet und dann habe ich kurz bevor wir dann eigentlich ins Bett gehen wollten, nochmal eine Nachricht bekommen, familientechnisch, und die hat mich dann ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Will dann nicht zu sehr ins Detail gehen, war ein bisschen ärgerlich gewesen und hat in mir eine Panikreaktion ausgelöst. Also mir ging es dann auch wahnsinnig schlecht. Ich habe so ein bisschen hyperventiliert. War nicht so schön gewesen. Wir sind aber heute Morgen aufgestanden, haben gefrühstückt, waren mit dem Hund spazieren draußen, ein bisschen das schöne Wetter genossen. Mir geht es einigermaßen gut und ich habe viel vor heute mit dem Lauf. Und ja, also ich bin da wieder auf dem Weg der Besserung, aber ich bin ein bisschen angeschlagen, bin ich ganz ehrlich. Können wir aber jetzt auch hier an der Stelle, möchte ich gerade nochmal, weil ich dann natürlich auch noch meiner letzten Therapiestunde wieder ein Video gemacht habe, um euch so ein bisschen up to date zu halten. Das blende ich hier gerade mal ein. Hallo, es ist Freitag, der 25.03., mein letzter Arbeitstag jetzt vom Urlaub, und ich wollte nur schnell das Update geben, was meine Therapiesitzung gestern angegangen ist oder was meine Therapiesitzung gestern, was da so los war. War sehr emotional. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal die Tränen gelaufen sind oder ob mir überhaupt schon mal die Tränen so gelaufen sind in der Therapiesitzung. Also es fing eigentlich ganz harmlos an. Wir haben so über die letzten Tage geredet gehabt und ich habe da einen persönlichen Durchbruch gehabt, weil ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ich wurde vor wenigen Tagen mit Dämonen meiner Vergangenheit konfrontiert, im Sinne von Drogen, ja, im Sinne von Kokain. Und es wurde mir nicht angeboten, aber ich habe gesehen, wie es quasi konsumiert wurde. Ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll, auf einmal das wieder zu sehen und was da so alles in mir hochgekommen ist und so die ganzen Erinnerungen und wie auch immer und tralala und blalala. Und ich will nicht lügen. Irgendwo in meinem Hinterkopf hat es schon gerattert und ich habe mir gedacht, so, ja, und wenn ich jetzt eine kleine Bahn nur zu mir nehme und wie schlimm kann das schon sein, ja? Und hab aber es tatsächlich geschafft, dieses kleine Verlangen auch so weit zu unterdrücken, dass ich gar nicht weiter so darüber nachgedacht habe, ja? Habe dann ein paar Weinchen getrunken und ja, habe es aber auch explizit gemieden, halt diese Drogen zu mir zu nehmen. Und da war ich wahnsinnig stolz. Und das habe ich in der Therapie halt auch mitgeteilt. Und da wurde mir dann auch gesagt, wie stolz man da ist oder beziehungsweise wie gut es ist und wie ich da halt so gehandelt habe und gemacht habe. Hat man so generell oder habe ich mich generell mitgeteilt über halt Dinge, die ich erfahren habe, über andere Menschen, wie ich darüber denke und wie ich mich dabei so fühle und dass ich halt der Meinung bin, dass alles so oder vieles, wie ich es gemacht habe, einfach richtig ist. Dann gab es halt nochmal, oder der Knackpunkt des ganzen Gesprächs war, als man dann über meine Familie gesprochen hat, weil da wurde halt meine Mutter, mein
Vater und mein Papa angesprochen. Und für alle, die es nicht verstehen, also für mich, mein Vater ist mein leiblicher Vater und mein Papa ist mein, ja, das hört sich mal irgendwie auch komisch an, falsch an zu sagen, mein Stiefvater, der mich ja quasi durch mein Leben begleitet hat oder zumindest meine komplette Jugend. Und da wurden dann auch ein paar Sachen angeschnitten und die waren einfach, ja, sehr, sehr unangenehm. Und ich habe halt auch gesagt, also es gibt halt Momente, wo ich gesagt habe, die fand ich unfair, die mir genommen worden sind. Dann Sachen, wo man gesagt hat, okay, und was wäre gewesen, wenn man einfach in gewissen Situationen nicht so reagiert hätte, wie man reagiert hat. Und ob da irgendwie halt so von beiden Seiten aus dann ein bisschen Einsicht gefehlt hat. Und ja, es wurde halt sehr, sehr, sehr emotional. Und ich habe mich aber da auch besser, also was heißt besser gefühlt? Wir gehen da nächste Therapiesitzung, die ich dann nach meinem Urlaub habe, sie knüpfen wieder an. Da sind viele offene Baustellen, ja, aber es war gut, das anzureißen und darüber geredet zu haben. Also ich bin aus der Therapiesitzung auch raus, ich war ein Frack gewesen, emotional ein Frack, aber ich habe mich befreit gefühlt, ja. Und wie es weitergeht, sieht man dann in der nächsten Sitzung. Und ja, wie gesagt, das war mein schnelles Update und viel Spaß jetzt bei dem Laufvideo. Tschüss! Ja, also wie ihr gehört habt, heftige, heftige Momente, die ich da jetzt gehabt habe. Aber ja, es geht immer weiter und wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Es gibt immer mal Tiefschläge, aber am Ende des Tages kann auch ich immer nur dankbar sein für das, was ich habe einfach. Und ja, Leben geht weiter, muss weitergehen. An der Stelle, weil ja ich das erwähnt hatte, dass bei uns der Artikel live gegangen ist wegen dem Impact-Team. Und da wollte ich mich nicht nehmen lassen, dass ich hier gerade nochmal einblende, wie dann das Bild gewesen ist, was dafür verwendet worden ist. Halt die kleine Fotokollage, die da zusammengestellt worden ist. Und ja, ich bin da schon ein bisschen stolz drauf und muss sagen, finde ich wahnsinnig cool nach wie vor. Und kann an der Stelle eigentlich auch nur noch einmal Danke sagen an die Anni. An allen voran an die Anni und dann auch nochmal an den Matthias und die Alona, die es ermöglicht haben mit dem Interview und überhaupt. Der Artikel wurde jetzt auch schon von vielen hunderten Leuten angeguckt, hat diverse Likes bekommen. Ja, also cool, wahnsinnig cool, hat mich sehr, sehr gefreut. Dann, was ich gar nicht erwähnt hatte, das letzte Mal wegen der Geschichte mit der Spülmaschine, ja. Wieder Kurioses passiert gewesen und zwar an dem Tag, an dem unsere Spülmaschine geliefert werden sollte, hat man dann meine Frau gesagt, so ja, komm, wir gehen nochmal kurz tanken und wir jagen das Auto durch die Waschstraße, weil war ja dieser Sahara-Sturm gewesen und Auto dreckig ohne Ende, wie auch immer. Wir sind tanken gewesen und an der Tankstelle geht es dann über die Rückseite zur Waschstraße und da konnte man schon sehen, dass da sehr viele Autos standen. Frau kam wieder zurück und ich habe gedacht, wir fahren. Da sagt die so, ja, wir waschen das Auto jetzt noch. War ich relativ unbegeistert gewesen von der Idee, macht aber nichts, weil wir hatten ja auch die Kleine dabei und es war ein bisschen warm und überhaupt und ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben uns da hingestellt. Am Ende haben wir dann eine Stunde gewartet, bis wir das Auto endlich waschen konnten. So, in der Zwischenzeit hat dann schon die Lieferfirma Bescheid gegeben, dass sie die Spülmaschine dann liefern in den nächsten anderthalb Stunden und da war dann ein bisschen Zeitdruck gewesen. So, das heißt, wir aus der Waschstraße raus. Vorne ging es dann wieder Richtung Ausgang von der Tankstelle und da war aber mittlerweile eine Autoschlange gewesen, weil halt alle Leute dann auf einmal meinten, sie müssen tanken. Stand einer und bitte, ich will auch hier niemanden mit Vorurteilen behaften, weil ich kenne auch genug Leute, die in BMW fahren, aber da stand dann eine ältere Dame mit ihrem Auto und dahinter ein BMW. Der BMW-Fahrer hat gesehen, dass wir aus der Tankstelle raus wollen und hat dann erstmal zugedrückt. Das heißt, da war gar keine Lücke mehr frei gewesen. Ich zu meiner Frau dann gesagt, hier, ich steige da jetzt aus und werde ihn ganz höflich bitten, ob der bitte ein Stück zurücksetzen kann. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, bin auf den Fahrer zu, aber noch mit also großem Abstand und habe dann gerufen und gefragt, ganz höflich, ob er nicht bitte ein Stück zurückfahren kann. Der hat angefangen zu schimpfen und zu fluchen wie ein Rohrspatz und überhaupt und wir hätten doch gesehen und überhaupt, dass die Schlange ist und warum wir da rausgefahren sind. Ja, es gab halt auch keine andere Möglichkeit raus, ja. Und habe ihm das versucht höflich zu erklären. Die alte Dame, die vor dem stand, hat schon Panik bekommen und ist dann schon mit ihrem Auto vor und irgendwie versucht seitlich auszuweichen, damit die uns ein bisschen Lücke schaffen kann. Und da hat meine Frau auch schon ihr Handzeichen gegeben, so nee, 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 alles okay. Und dieser Typ in seinem BMW, der hat dann gemault, gemault, gemault und ich habe gesagt, können Sie bitte nicht einfach nur ein Stück zurückfahren. Und irgendwie unter riesigem Rumgemaule hat er dann doch irgendwie es geschafft, mal so 5 cm zurückzurollen. Die ältere Dame hat Gott sei Dank schon Platz gemacht gehabt und meine Frau ist dann schon so weit vorgefahren, dass er endlich nochmal aufrücken konnte. Ich bin ins Auto gestiegen, meine Frau hat gehupt, wir sind an ihm vorbei, gerollt, dann macht er die Scheibe runter und schreit, ich zeig sie an, sie haben mich bedroht und da. Und ich habe nur gebrüllt, was denn, weil am Endeffekt war das absolut schwachsinnig gewesen, ja. Und auch da, also die Menschen
haben eine wahnsinnig kurze Zündschnur. Ich habe manchmal auch eine, aber in so Situationen versuche ich doch immer sehr höflich und sehr nett, die Leute zu bitten. Und am Ende hat es ja auch geklappt. War halt aber nur, oh, also wahnsinnig viel Nerven gekostet. Gut, wir auf jeden Fall dann zurückgefahren, wollen bei uns auf dem Parkplatz in die Einfahrt. Es steht bei uns in der Einfahrt steht ein Krankenwagen und ein Polizeiauto. Die haben die ganze Einfahrt blockiert, also da ist niemand rein oder rausgekommen. Wir dann draußen auf dem Bürgersteig geparkt, haben geguckt und nirgendwo einer da gewesen oder nirgendwo ein Anhaltspunkt, wo man gewusst hätte, wo sind die jetzt? Und dann standen wir halt da, weil natürlich auch die Spülmaschine noch geliefert werden musste. Und ich habe mich halt gefragt, wo soll dieser Transporter hin? Ja, und gewartet und gewartet und gewartet. Wir haben dann so eine halbe Stunde, 40 Minuten draußen gewartet. Und bis dahin auch kein Polizist, keiner, kein irgendwie vom Krankenhaus oder halt ein Fahrer von dem Krankenwagen rausgekommen. Wo ich schon gesagt habe, so, ey, ich setze diesen Krankenwagen gleich ein Stück vorher. Und wo meine Frau gesagt hat, kannst nicht machen, gibt eine Anzeige und Stress und bla bla bla. Also das gelassen. Ja, und dann kam halt dieser riesige Lieferwagen, haben aber gesehen, dass ich den schon Handzeichen gegeben habe und haben mich dann einfach so, ja, haben halt die Straße blockiert und haben halt ausgeladen. Und da habe ich mich für entschuldigt und haben die auch gemeint, nee, also kein Problem, die sind da wohl auch Schlimmeres schon gewöhnt. Und ja, haben die Spülmaschine halt dann hier zu uns hochgebracht, gab ein kleines Trinkgeld für beide, weil die halt auch wahnsinnig cool und tiefenentspannt gewesen sind. Aber was eine Action das war, wieder unbeschreiblich. Und ansonsten letztes Thema, weil das wird jetzt, ich meine, der vorletzte Lauf. Ich werde am Mittwoch nochmal versuchen zu laufen, weil wir sind dann ab Donnerstag bis Sonntag unterwegs. Weil, ja, so ein bisschen Urlaub, ein bisschen abschalten, ein bisschen Familie besuchen. Und nicht nur das, kriege ja dann auch mein Nintendo 64, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und mein Wunschgedanke ist ja, dass wir da auch in so einen Streichelzoo gehen können, weil da gibt es auch kleine Bambis und wie auch immer, wie ich gehört habe. Und ich möchte unbedingt so ein Bambi streicheln. Und ich hoffe, das klappt, wobei die Wettervorhersage jetzt schon sagt, dass es gnadenlos furchtbar wird ab Donnerstag. Sehen wir dann. Aber auf jeden Fall da schon mal vorab. Also wie gesagt, jetzt ist Samstag und dann Mittwoch versuche ich nochmal zu laufen. Und dann gibt es die Woche drauf Samstag keinen Lauf, aber dann ab übernächster Woche dann hoffentlich wieder Mittwoch und am Samstag nochmal so einen schnellen Lauf. So, dann war es das auch schon mit den Themen. Und dann würde ich sagen, bringe ich den Stuhl weg. Und dann können wir eigentlich loslegen. Glückssocken sind angezogen. So, mein Plan ist nämlich heute 20 Kilometer zu laufen. Ich hoffe, es klappt. Ich habe das so in meinem Kopf einfach mal festgelegt. Wir gucken einfach mal, ja. Und ansonsten, wie gesagt, also 60 Minuten mindestens, 10 Kilometer mindestens. Aber mein Vorsatz für heute ist eigentlich 20 Kilometer nochmal zu laufen. Und dann schnacken wir nicht weiter drum rum. Ich habe mein Trinken hier, ich bin gut vorbereitet. Und ich zähle bis 3 und dann legen wir los. 1, 2, 3. Sekunden.
wenn wir an dem Plan festhalten mit 20, haben wir jetzt ein Viertel und ja, ich fühle mich eigentlich relativ gut. Mal gucken, wie es nach 5 weiteren Kilometern aussieht. Aber weiter geht's. Kilometer, 28 Minuten, 12 Sekunden. Yeah.
40, ja. Ach, weiter geht's. Damit ihr mir auch alle glaubt. Ja. Ich bin gerade leicht übermannt von Gefühlen. Bitte das zu entschuldigen. Und ja, alles was ich sagen kann, ist danke. Jeder Kilometer wird Ende des Jahres in Euro gespendet werden an die Freunde fürs Leben und an die Frauen helfen Frauen. Ich bin gerade wahnsinnig platt. Oh, das war schön. Oh. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euren Anhalten und Support. Ich muss erstmal runterkommen. Schönes Wochenende wünsche ich jedem einzelnen von euch. Und guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns am Mittwoch nochmal. Und ich gucke, dass ich das Video so schnell wie möglich bearbeitet und hochgeladen kriege. Vielen, vielen Dank. Ihr seid großartig. Ich verabschiede mich. Ciao. Dann an dieser Stelle ein großes Dankeschön an folgende Personen, die meinen letzten Laufpost geliked haben. Ja, dann,